Moinsen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LSCC im Singleplayer Let's Play auf der kleinen Seelheim. Ja, neue Map kam ganz frisch raus am Freitag. Von mir kam eine Weile nichts, da ich ziemlich eingespannt war, privat mit, ja, musste viel arbeiten. Bin ja am Häusle baue und ja, muss halt viel Vorarbeit gemacht werden, bis das Haus kommt. Und da hatte ich halt leider keine Zeit für irgendwas zu machen. Ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft ein bisschen besser wird und die Videos auch wieder ein bisschen regelmäßiger werden. Weil, wie gesagt, ich war kaum am Rechner. Anders, da hätte ich alles mal Part mit aufgenommen, aber. So, bin eigentlich fast nie dran gewesen. Und ja, deswegen konnte ich leider keine Videos aufnehmen. Aber ich hoffe, dass es jetzt regelmäßiger wieder wird. Und ja, deswegen Singleplayer Let's Play. Da kann ich, wenn es wirklich die Zeit zulässt, mal eine Viertelstunde opfere, für noch schnell ein Video aufzunehmen. Ja, da ich so jetzt selber privat zum Zocken eigentlich gar nicht so komme. Und deswegen habe ich auch die Claire Seelheim genommen. Die ist cool, die Map. Habe ich im 15er schon gezockt. Und für das Singleplayer-Projekt eigentlich ganz gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Alltägliche Geschäft mit der Ernte. Die ist reif. Spiele die Map nicht im Season Mod. Die da aber ist Season Ready. Aber ich spiele so ganz normal, ohne Season Mod. Obwohl ich, wie gesagt, auch Season Mod drin nehmen könnte. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Ich würde sagen, parken wir mal daneben am Rand. Dann haben wir jetzt schon mal unseren Kipper da zum Abfahren. Dann gehen wir da mal in der Drescher. Jetzt am Anfang habe ich noch die ganzen Stadtfahrzeuge, die wo original mit dabei sind auf der Map. Aber ich werde mal gucken, wenn ich irgendwie Luft habe. Ein bisschen aufrüste, ein bisschen austausche. Aber nicht mit Geld drauf schiele, sondern die Geräte da verkaufe. Andere Drescher kann ich schon in Aussicht zu kaufen. Andere Ladewart zu holen. Wenn wir jetzt das Feld gedroschen, gehen wir an Wiesemähe. Gucke, dass wir Grasballen machen, Silageballen machen. Jetzt, wenn wir gedroschen haben, machen wir Strohballen. Dass wir da auch Ball ins Viehgeschäft einsteigen. Weil ich hätte gern ein paar Kühe. Aber, ey, das ist immer noch so eng wie im 15er. Aber geil. Das heißt, man kann da nicht mit so riesigen Schossen fahren. Ja, wie gesagt, ich hätte gern ein paar Kühe. Bisschen ins Milchgeschäft, Sojamilchproduktion ist auf der Map hier noch verbaut. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ganze einfach mal ruhig an. Und starten ganz normal, das sind die Zeiten auf 5 Lava. Bis das hier ist auch unser zweites Rapsfeld reif. Wir haben noch von 2 Felder. Die Wiese gehören uns alle. Ich gucke schon wieder her. Zudem gibt es nämlich eine Geschichte, weil ich hatte vor der Aufnahme schon mal andere Aufnahmen gemacht und wollte eigentlich mit Forst beginnen. War aber im Wald und er hat mich so aufgeregt, der Kuckuck. Er hat mich so aus dem Konzept gebrochen. Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Wie gesagt, ich war, kann jetzt fast sagen, einen Monat nicht mehr im LS gewesen. Hab zwar noch Mods mitgeguckt, ja, aber selber gemacht nichts. Und habe ich gesagt, an einer Tour Taste verdrückt. Das kann ich nicht machen, ey, das geht nicht.
Das kann ich dir leider nicht zumuten. Das, was ich da mache, das geht nicht. Dann habe ich das Ganze lieber weggemacht. Das war nämlich gar nichts. Das war Griff ins Klo. Die Polterzangen, ich weiß auch nicht, ich spiele mit der Side-Deck-Konsole, aber irgendwie, ich konnte machen, was ich wollte. Der hat immer wieder die Gabel aufgemacht, die Zangen. Die Bäme sind die ganze Zeit rausgefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, das wird nichts. Kuckuck hat mich genervt. Und ich sage, nee, Forst ist einfach nicht meins. Wir werden vielleicht auch mal unter Forsten hingehen, aber hauptsächlich bei zwei Feld und Vieh. Hoppla, hallo. Fahren wir jetzt erstmal Vorgewände. Schmeißen wir später GPS an. Ja. Macht mir wieder richtig Laune. Nur einen Monat gar nichts. Ich hoffe, euch freut es auch wieder, dass ich wieder was mache. Weil irgendwie hat es doch schon ein bisschen gefehlt, das Zocke. Aber das Private geht halt vor. Und bei uns ist im Moment so mit dem Wetter nur Regen, Regen, Regen. Kann man eh draußen nichts schaffen. Beziehungsweise groß was mache, alles Matsch. Und ja, nutzen mal die Zeit, mal ein bisschen für einen Rechner zu gehen, LS zu zocken, ohne Video aufzunehmen. Hab das ja die ganze Zeit so ein bisschen verfolgt mit der Clay Seelheim. Ganze Zeit drauf gewartet und gelauert. Hab auch beim West, beim Diego, habe ich die ganze Zeit mitverfolgt, wenn der gezockt hat. Und wirklich jeden Tag habe ich mal im Modhub nur geguckt, ob die Map endlich raus ist. Weil die hat mich einfach gereizt für Singleplayer. Obwohl die Ghost Cover, oder wie die heißt, eigentlich auch ganz cool ist, war ich eigentlich schon überlegt, ob ich vielleicht mit der spiele soll. Aber ich habe mich dann doch für die entschieden jetzt. Halt. Und ich denke, dass es schon die richtige Wahl war. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch mal Elmo drumherum. Dann können wir eigentlich schon GPS auffangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Shader anhab oder aus habe. Jetzt ist er an. Ja, und zwar mit dem Shader, der ist ganz cool, macht halt richtig Bock mit dem zu zocken, aber ich habe da immer so Probleme auf der, ja, wenn ich Escape gedrückt habe im Menü, da war immer das Schwarze hat so geflackert. Das habe ich auch rausgedreht, das habe ich ja weggedreht, aber jetzt hat, wenn ich im Spiel bin und habe den Shader an, und fahre auf der Straße, habe ich jetzt doch gemerkt, beim so mal drüber fliehe und es ist dunkel, dann flackert die Straße ganz komisch. Und deswegen lasse ich mir aus. Nicht, dass das im Video kommt und die Straße anfängt zu flackere. Das will ich nicht. Jetzt haben wir den Stegel los.
gucke. Vielleicht fahren wir ein bisschen Stroh in die Kompostierlauf. Beim Kompost macht mir eigentlich doch immer ganz gut Kohle. Und so gucken wir auch ein bisschen schneller an die Key. Ja, ist halt am Anfang wie immer. Täglich grüßt das Murmeltier. Mit Dresche, ne? Wetter macht man am Anfang Gras, hat man drescht. So bei der Weizenernte. Bisschen was in der Seedmaster in den Kippe. Der ja auch verbaut ist. Die Felder waren jetzt nicht gedüngt, so wie das aussieht, weil der Ertrag doch ziemlich mager ist. Bei uns im Umkreis, im Landkreis waren sie auch wieder unterwegs, Drescher. Haben wir am Feld dann schon zugeguckt, war ganz cool. Beziehungsweise beim Vorbeifahren hat man es immer gesehen. Ja, man müsste einfach mal Halt machen und so ein Landwirt froh, ob man mal mitfahren darf. Das Ganze dabei filmen darf. Das wäre auch cool. Wobei ich denke, es gibt so viel Agrarvideos. Brauche ich nicht auch noch ein Video zu nehmen, aufzunehmen, wie jemand Feld trägt oder so. Klar, wenn man mitfahrt, wäre es was anderes. Aber jetzt einfach nur so am Feldrand. Nee, muss nicht sein. Ich brauche unbedingt einen anderen Drescher. Der Case ist nicht so meins. Ich glaube, die nächste Wahl fällt wieder. Ist klar. Gut, aber dann würde ich auch sagen, sind wir wieder am Ende vom Part. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Ich hoffe, euch freut es, dass ich jetzt vielleicht wieder öfters am Start bin. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Oder auch ein Abo, würde mich richtig freuen. Teilt das Video, liked es. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, drin haue. Ciao.